Hallo und herzlich willkommen zu Tormentum Click Adventure. Ich habe keine Ahnung, was jetzt wirklich erwartet. Es soll ein Horror-Click Adventure sein. Ich starte jetzt einfach mal das Spiel und dann schauen wir mal rein. Gut, ich sehe jetzt schon mal eine zweite Maus. Ich glaube, das ist ein Bug jetzt. Was soll das denn jetzt darstellen? Soll das ein Duck sein? Na, immerhin hat er eine Familie, aber was soll das sein? Ist das ein Dachs oder ist das ein... Keine Ahnung. Sieht merkwürdig aus. Schiene sieht aus wie ein toter Fisch. Sehen wir jetzt einfach mal an, wir sind der schöne Mann in der Kutte. Der einfach ganz schweigsam da rumsteht. Immerhin wissen wir jetzt schon mal wieder, unser Ort heißt Hornhelmen. Direkt schön. Einfach mal eine Leiche mittendrin. Direkt ein toller Kurier, sagten schon, dass wir gefoltert werden. Das ist ja eine tolle Gegend hier. Ganz nette Leute hier. So, jetzt klicken wir erstmal den Kopf. Ja, gut. Der ist ja sehr stabil. Ja, ich sammle hier Leichen. Ich will gar nicht sagen, was das sein soll. Na, kleiner Vogel, gib her. Gut, ich nehme jetzt einfach mal an, dass der Arm dafür... Oh Gott, ist das behindert, dass der Bild sich mitbewegt. Ich habe ein Kristallauge herausgefischt, das leuchtet rot. Aha. Hier leuchtet irgendwie alles rot, wenn Augen im Spiel sind oder so. Was soll das denn? So, habe ich hier irgendwas zum Abschrauben? Nein. Das ist ja schön, nur ich habe jetzt noch nichts gesehen, wo ich das brauche. Da ist hier irgendwo was, was ich anklicken kann. Notizen, gut. War schon mal gut zu wissen. Hier im Bett irgendwas, was ich noch anklicken kann.
Oh, ich kann das Bett wackeln lassen. Schön. Freuen sich die zwei ja direkt wieder. Fällt jetzt aber auch nichts anderes auf. Hier draußen habe ich auch nichts mehr. Willst du das haben? Nee. Gut. Planlosigkeit direkt am Anfang. Das ist das Beste, was mir passieren konnte. Das Spiel will mich auf jeden Fall hier reinlotsen. Ach ja, gut, ich kann es mir jetzt denken. Ach, wie behindert. Gut, aber mal unser direkt schon mal unser erstes Spiel. Gut, ist zu klein. Das ist zu groß. Aha, das passt. Ich muss das große da oben wahrscheinlich bewegen. Das kleine und das große geht dann immer hin. Ran. Und dann fehlt man einen Meter. Scheiße. Da bewegt sich nicht. Tja, das ist aus unsinnig. Aha. So, dann haben wir schon mal das erste Rätsel gelöst. Dann gucken wir uns mal um, was das zweite sagt. Erstmal das Glas. So, die Metalle hier ist nix. Nochmal. Gut, wie bewegt man den Charakter? Das wäre jetzt eine Idee. Na, Herz allerliebst. Ah, gut. Haben wir das hier schon mal? Ich bin das Herz, ich bin das Gesicht. Ein bisschen makaber ist das Spiel doch schon, oder? Aha, also ich bräuchte zwei. Na komm, bleib drin. Okay, ich brauche vier Stücke sogar. Ja gut, die labern alle das gleiche. Schön. Herz aus Stein. Ach, das ist das hier. Erst nach unten, zweite nach oben. 3 und 4 nach unten. Die hinteren auch anklicken. Ach nee. Sowas hasse ich hier. Am besten runter. 1, 2, 3 und 4 müssen unten sein. Tja, das da wird jetzt eine längere Sache, weil sowas kann ich überhaupt nicht. Bin ich einfach zu dumm dafür, um es mal ehrlich zu sagen. Die ziehen sich immer gegenseitig. Aha, gut. Ja, ist die Ewigkeit schon vorbei, werde ich mal sagen. Hab ich hier noch irgendwas? Ah, da. So, da gucken wir mal.
Ich glaube, das waren zwei Augen jetzt, was ich jetzt habe, und ein Herz. Ich bleib dabei, das Spiel ist ein bisschen makaber. So, dann beweg dich mal, du Engel. Ja, da habe ich einen tollen Weg gezeigt. Ja, habe ich jetzt noch irgendwas, was ich hier reinhauen kann? Hier friss. Nimm mich. Gut, das geht schon mal nicht. Muss ich doch irgendwas machen können, oder? Was zur Hölle? Was soll denn das jetzt? Das rumwerfen, oder was? Ist meine Tasche stecken, ne? Ernsthaft. Eben in die Kerze gehalten, das funktioniert nicht, aber das funktioniert. Ach, ja, cool. Boah, nö. Es muss nicht sein, oder? Jetzt ist die Frage, was. Gut, hatte ich erledigt. Frage, ich weiß jetzt, was ich machen sollte. Fast das Bildchen verteilt, das Mechanismus. Und jetzt. Ach Gott. Viele Rätsel, die ich alle nicht kann. So. Jetzt muss ich aber belegen erstmal. Da wird nichts bringen. Das ist richtig, würde ich sagen. Das ist falsch. Das bringt ja auch nichts. Das ist auch falsch. Wie sieht man das denn? Irgendwie runterlassen mal kurz, damit ich das besser sehe. Nö. Da müsste ja passen. Behindert. Das da hat Stufen, das da ist eigentlich. Gott, ich bin zu blöd für so einen Scheiß. Oh Mann. So, warte mal. Die zwei sind hier richtig. Dann kann ich immer ausgehen. Das hier müsste auch stimmen. Das hier ist für den Arsch. So. Richtig stufiges. Ah, oh, Gott sei Dank. Was der Engel hat hier? Ach, wie schön. Ich kann durch die Leiche vom Engel gehen.
Naja, der ist immer gut drauf, ne? Ich erstmal kurz finden. Fast kopflose Nick. Oder was er diesmal kopflos ist. Ach, da oben sind die Zeichen drin. Okay. Fehlt aber eins. F und dass das aussieht wie eine 5. Geh auf. Ach. Ja, toll. Untypische Form. Gut. Das ist wahrscheinlich auch gleich wieder ein Rätsel. Habe ich auch nicht vor. Ich habe nicht vor, durch deinen Bauch zu laufen. Ich hätte aber gern einen Arm von dir. Ist halt irgendwas noch? Ja, die Zeichen bringen mir leider nichts gerade. Was sich dann bewegt, ne? Das pinkt doch extra auf das Skelett, das Spiel hier. Ab und an. Aber warum? Ich hab nichts, um da was zu machen. Jetzt sehe ich hier irgendwas, was ich holen kann noch. Kein Kopf. Ja, das ist toll. Das sagt mir das Skelett schön, ja, besorgt mir einen Schädel. Das ist wahrscheinlich der hier, aber ich komme nicht dran. Ernsthaft? Hier fließt die ganze Zeit Strom durch. Ich kann das Ding anklicken. Ach Gott, ist das behindert manchmal. So, dann machen wir was Schönes für mich. Mir das jetzt das gebracht? Nö. Warte. Ja, das ist. Jetzt bin ich so weit wie vorher. Scheint die Zahnrichtung zu sein. Wo kriege ich einen Hebel her? Das Skelett hat mir auch nicht wirklich was gebracht. Das hat die Maschine in Gang zu setzen. Ist das aber auch richtig dann? Blöd. Falsch rum gemacht. Es geht nicht darum, wie man sie sieht am Anfang, sondern wahrscheinlich die Reihenfolge direkt. Ist das hier ein F? Das hier ist dieses komische, keine Ahnung, was da sein soll. Gut. Was jetzt? Weiter. Ja, ist gut, ich weiß, du willst mich nicht reinlassen. Die Frage ist jetzt aber, ich habe keinen Hebel. Wie soll ich das Ding denn jetzt benutzen? Ja. Das brauche ich nochmal.
ist hier irgendwas anderes, was ich jetzt auf einmal anklicken kann. Das Ding will immer noch, dass ich es anklicke. Da kann ich auch nicht anklicken. Da bringt mir auch nichts. Planlosigkeit lässt grüßen. Hilfsbutton gibt es hier auch nicht. Ey. Gut. Überlegen wir mal. Ich habe keinerlei Sachen, um mir irgendwas zu hebeln. Ich kann nicht vor und zurück. Ich bin verloren. Das hier geht wahrscheinlich jetzt manche Minuten, bis ich bemerkt habe, dass irgendwo was rumliegt, was ich eigentlich direkt holen könnte. Ach, hier kann ich weiter, natürlich. Gott, bin ich blöd. Ich habe einen Stock gefunden. Yay. Bis später, kleines Wieselchen oder Dachs oder was auch immer du bist. So, jetzt können wir endlich mal hier weitermachen. Stell ihn um, ja. Dankeschön, kleiner Geist. Und der hat irgendwie die gleichen Erinnerungen wie wir. Skulptur, Hände in den Himmel und bla. Irgendwie sind wir eine Sekte, habe ich jetzt langsam das Gefühl. Tja. Boah, das ist doch ein sau schlechter Scherz jetzt. Ja, das bringt ja mal gar nichts. Gehen wir das Ganze mal anders an. Das ist auch nichts. Ja. Irgendwie muss ich es ja verbinden. Das ist ein bisschen Schwachsinn. Kann man die irgendwie... Nee. Ich muss um das ganze Spielfeld herum jetzt diese Scheißlinie ziehen. Na, das war ja sinnvoll. So. Ja, haben wir's geschafft. Ich frag gar nicht, das ist mir jetzt so blöd. Ja, ich beruhige diese Kreatur nicht weiter, ja.
Bisschen. Gib mir die Knife, yeah. So. In der Richtung geht's auch noch. Das Ding starrt mich an. Das ist. Mann, dass ich Gewichte drauflegen muss dafür. Gehen wir mal nebendran zur Hexe. Da ist sie schon. So, pass mal auf, kleiner Wicht. Ich soll das Messer benutzen. Oh, leck mich doch. Ja, Harlekin. Doof gelaufen. Toll. Bei der Hexe darf ich nichts machen, bei dem Typen hier darf ich nichts machen. Kann ich denn jetzt noch was machen? Mit Gift habe ich auch noch keins. Hier, frisst das. Ach, bist du wunderschön. Wie ein Bandwurm. Das muss auf jeden Fall mal hier irgendwas sein. Hier noch in dem Raum irgendwas? Nein. Ach, hier geht's auch noch heute. Und der nächste Wächter. Ich wollte gerade sagen, wie soll ich ihn graben mit der Hand oder was? Gut. Gehen wir mal zurück, dann holen wir uns das Stück mal. Das sollte, glaube ich, auch mal einen Cut machen. Ich bin, glaube ich, schon bei 20 Minuten oder so. Oh, ich bin schon bei einer halben Stunde gleich. Machen wir gleich mal einen Cut. Dann sehen wir uns dann mal wieder. Ciao.